Morgen alle miteinander. Ich bin Hanna und ich bin hier mit Kulturwerke Deutschland. Ich bin gerade in Australien und nehme euch heute mal mit One Day in My Life. Und alle denken immer, in Australien ist es so richtig, richtig heiß. Aber nein, es windet draußen und ich stehe hier mit Decke, weil es so, so unfassbar kalt ist morgens. Man kommt immer so gar nicht aus dem Bett raus. Und unsere Schule geht bis 3 Uhr, aber heute nur bis 2, weil heute Dienstag ist und dann ist der Lehrerkonferenz. Genau, und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit durch meinen Tagesablauf. Hey, kurzes Update. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil es ist heute sehr, sehr windig. Ich bin jetzt gerade auf dem Schulweg und die Schule hier startet immer um 8.40 Uhr, also der ist in so einer Homegroup. Der richtige Unterricht fängt erst um 9 Uhr an. Also eigentlich total chillig. Nicht so wie in Deutschland. So sieht die Umgebung hier aus, um die Schule rum. Also wir haben hier so, das da ist mein Haus, das zweite von hier. Und wir haben hier so einen riesen Park rum ums Haus herum, mit Skaterplatz und allem möglichen. Darf ich vorstellen, das ist der Skaterplatz. Hello to my Australian friends. Can you say hi? Hello. We are in English right now. Can you say something for my video, Inda? What do you want me to say? Say hello. Hello, I'm Inda and I'm coming from India. Hello, I'm Inda and I'm coming from India. Here's Louis. Here's yeah, Louis. They already know that. I'm right now in research practice, my third lesson, and sitting next to Kiara again. And she can play on her phone because she handed in her assignment and I didn't because I was in camp and haven't had the time yet. Drama lesson right now, this is Haruto, and yeah, we don't have a play anymore because we had a play last or a couple of weeks ago. Okay, wir sind gerade im Gym und haben jetzt Sportunterricht zusammen. Das ist Lina. Sie, alle kennen sie von Kulturwerke sicher. Und genau, das ist unser Gym. Ich mach mal gleich eine Rundtour. Basketball. Basketball? I thought we were playing cricket. Me too. Yeah. Schule ist jetzt offiziell aus und ich bin gerade in der Bücherei, um mir ein Buch auszuleihen. Schule ist jetzt offiziell aus und ich bin gefühlt die Letzte, die hier gerade noch unterwegs ist. Und jetzt gehe ich zum Beachvolleyballtraining. Immer direkt nach der Schule. Und es ist zweimal in der Woche. Nachdenken. Am Montag und am Mittwoch. Ich muss euch das einmal ganz kurz zeigen. So sieht mein Schulweg von der Schule aus. Hier ist das Meer. Gerade heute ist nicht so schönes Wetter, aber wenn es dann so richtig schönes Wetter ist, glitzert das Meer dann so richtig und dann hat man so richtig gute Laune, wenn man von der Schule heimkommt. Das Volleyballtraining ist aus jetzt und jetzt
nehme ich den Bus nach Hause. Ja, ich bin immer noch ein Anfänger, also habt ihr mich nicht spielen gesehen. Das wäre sonst ein bisschen peinlich. Aber ja, ich hab's echt gerne und es macht echt viel Spaß in die Location. Ach, ein Traum. Ein richtiger Traum. We are waiting for the bus right now. Und das Wasser, das tolle Wasser für 99 Cent, also 1 Dollar, ist mir in den Rucksack gelaufen und jetzt ist mein ganzer Rucksack nass. Ah, super Sauerei, da freue ich mich ja mal wieder. Und der Bus kommt in ungefähr 10 Minuten. Ich habe mich total verfahren. Ich habe den falschen Bus genommen nach dem Weg nach Hause und jetzt habe ich ein Riesenproblem, weil ich nur noch 7% Akku habe und jetzt muss ich irgendwie einen ganz langen Weg nach Hause nehmen. Genau, that's up. Ich habe keine Ahnung, wie ich wieder zurückkomme. Let's go! Okay, ich habe jetzt mittlerweile eine Verbindung, wie ich wieder zurückkomme, aber ich bin trotzdem deprimiert, dass ich jetzt irgendwie eine Stunde zurück brauche. Und deshalb sitze ich jetzt auf der Busbahnstelle und esse Nutella, also so ein billiges Nutella, weil ich keine Lust hatte, 5 Dollar oder 6 Dollar für ein echtes auszugeben. Es ist schon richtig spät am Abend, also ich bin gut daheim angekommen, auch als mein Handy leer ging. Aber ich konnte noch relativ viel dokumentieren und ich habe jetzt Abend gegessen und mich fertig gemacht, geduscht und bin jetzt auch schon richtig müde. Ich hoffe, ich kann dich gut in meinen Tag mitnehmen in Adelaide, Australien. Ich selber kann es gar nicht glauben, dass ich einfach auf der anderen Seite der Welt bin. Auch wenn ich jetzt hier schon seit über einem Monat da bin, das ist für mich noch so richtig unbegreifbar. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns sicher nochmal in weiteren Vlogs.